Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Und es ist der nächste Tag. Und jetzt geht's auf frisch und bunter zum Go-Fest nach Dortmund. Und wir freuen uns schon riesig. Und gleich gibt's noch Frühstück. Und mir ist schlecht. Ich muss aufs Klo. Ich muss hier raus. Ah. So, das war natürlich nur Spaß. Sind 5 Minuten später angekommen auf Fit wie eine Kartoffel und ihr seht schon, der beste Parkplatz der Welt. Hier laufen die Dinge halt anders, alles kreuz und quer, alle drehen durch. Wir suchen jetzt mal den ISPO. Also den richtigen Eingang haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir uns nur noch hinten anstellen und an die 2 Millionen Leute vorbei. Vorne stehen noch Dixie-Klos, wenn ihr es gar nicht mehr aushaltet, vor Spannung und Freude. Hey, du schielst uns immer um die Ecke mit deinem Seelöwenmund. Schwert bekloppt, da läufst du da lang, tippst einen Slimer an, denkst ja gut, es geht ja erst um 10 los mit dem Ticket und schon das erste Shiny da, noch vor der eigentlichen Eventzeit. Tipp mal einfach mal an, nehm mal mit, tüt mal ein, wir können ja mal kurz hier in AR-Modus, dass ihr seht, wo das rumschleimt. Und jetzt fangen wir es einfach an. Ich bin total Banane. Wir wollten eigentlich erstmal die Wasserflaschen auffüllen und mal zum Haupteingang vor. Mal gucken, ob wir da noch eine Karte finden. Letztes Jahr wurde da ja Zeug ausgeteilt. Dieses Jahr sind wir am schäbigsten Eingang reingekommen, den es überhaupt gibt. Da gab es einfach gar nichts. Jetzt immer hier planlos durch die Gegend. Aber das erste Shiny eingetütet. Das Muschas ist nix. Wir gucken jetzt mal nach dem Wasserspender. Wir wollen natürlich keine Schleichwerbung machen, deswegen ganz wichtig, dass ihr hier das Thüringer Waldquell-Etikett abmacht, damit da keine Werbung dabei ist. So, das war wieder mal sinnlos, aber wir gehen mal. Wir wollen uns nämlich noch eine Karte besorgen und dann mal die Habitate abchecken. Kennt ihr auch die Flamingos? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr bei euch zu Hause Flamingos habt, lasst mich das wissen. Die waren letztes Jahr auch schon da. Immer richtig genial. Sieht man da hinten. Ich kann leider nicht ranzoomen, sonst ist das ganze Bild wieder unscharf. Wie ihr seht, der Park füllt sich langsam. Aber ich sage langsam, weil es ist immer noch vor 10. Und nachher mittags wird es wahrscheinlich hier richtig abgehen, richtig dicht sein. So wie der ISPO immer in seinen Videos. Wir haben endlich die Pläne. Guck mal, wie süß und klein die jetzt sind. Und dann könnt ihr das aufklappen und dann habt ihr natürlich hier die Karte und könnt euch das alles reinziehen, was da drauf ist. Super. Nice, dreh mal rum. My friend. Auf der Rückseite, da stehen auch nochmal die Zeiten von Pikachu und Evoli, Meet and Greet, die Autogramm-Sessions, das Gruppenfoto. Ist alles schön gemacht, ne? Diesmal auch klein und handlich. Letztes Mal war das ja größer und die Pläne, die liegen einfach da vorne, neben dem Security-Mann auf dem Boden, dass das niemand sieht. Aber Pupsi hat jemanden gefragt und jetzt fragen uns die Leute, wo wir die her haben, also so muss man es machen. Wir sind jetzt bei der Steel Factory auf jeden Fall angekommen, wollten eigentlich zur gelben Team Lounge, aber hier ist auch die Steel Factory. Auf der Karte sieht man das hier, die gelbe Team Lounge, Steel Factory, da seht ihr schon diese Muttern. Und die stehen auch hier rum, mitten da in der Prärie. Seht ihr da riesengroße Aufbauten, dazwischen überall Schrottcontainer, Sicherheitsleute, Pupsis. Und da ist auch die gelbe Team Lounge. Da einfach überall alles zugemüllt, lieblos hingewuchtet. Da seht ihr Steel Factory. Da kommt jetzt auch die gelbe Team Lounge hinter uns. Erkennt ihr an der gelben Farbe und an den gelben Tischdecken. Das ist nämlich ganz besonders. So, wunderbar, schön für Team Gelb, wie ihr seht. Und wir besuchen natürlich auch die rote Team Lounge dann gleich. Da ist nämlich auch dieses Boat Lake, also auch ein anderes Habitat. Da freut sich der ISPO ja schon die ganze Zeit drauf. Ende,
So, und hinter uns war natürlich auch ein Merchandise-Stand. Da gab es natürlich verschiedene Plüschtiere, Portemonnaies, alles Mögliche. Und die Preise sind eigentlich echt in Ordnung, wenn ich überlege. Ich habe auf der Mac 30 Euro bezahlt für ein Plüschtier. Und hier kosten die nur 16 Euro. Das ist ja die Hälfte nur. Da könnt ihr eigentlich ordentlich zuschlagen. Ist gar nicht so teuer, wie man dachte, ne? Kauft euch kein Bier, das kostet viel mehr. Ich bin hier, um die Aufbauten anzuschauen. Ja, das passt ja sehr gut. Der ist jetzt schon fertig. Ich verfolge dich doch mit der Kamera. Okay. Los, ich schubse dich einfach dahin. Das sieht es sehr freiwillig aus. Los, Ismo, dreh mal den Pokestop. Ah. Ich schleudere den rum. Nein, okay. Nein, da seht ihr mal einen Pokestop natürlich in der Wirklichkeit. Ist eine Station, wo ihr eure Handys aufladen könnt, eure Powerbanks. Gab es ja auch letztes Jahr schon, gab es auch auf der Mac, gab es überall. Wer das noch nicht gesehen hat, ist richtig cool, ist auch immer voll besetzt, wie man sieht. Ich weiß nicht, wie lange die Leute dann immer da sitzen. So, wenn ihr das Handy leer habt, geht hin, sitzt einfach 2 Stunden dort rum und dann passt das. So kann man das auch machen. So verbringt man seinen Tag. Wir suchen eigentlich immer noch die rote Team-Lounge, denn der Ismo will den Wasserfall sehen, den es bestimmt gar nicht gibt. Aber das sehen wir ja dann, wenn wir den nicht sehen. Und die Steine aufbaut. Und da ist es Punkt 10, ne? Und da fangen die Spawns. Ach scheiße, jetzt geht das Ei auf. Das 7-Kilometer-Ei, das können wir natürlich auch noch mitnehmen. Aber die Spawns haben sich gerade geändert. Plötzlich sind die Inkognitos auch aufgetaucht. Und man sieht schon, wenn du Flea bist in der Nearby-Liste. Wir haben ja einen Cosilla gebrütet. Das drücken wir mal kurz durch. Und haben kein weiteres. Was war denn jetzt hier? Da saß gerade noch was. Da sitzt schon das erste, wenn du Flea bist. Das tüten wir gleich mal ein. Ja, Ismo, so sieht das aus. 1388. Wir werfen mal eine gelbe Beere drauf, gelber Ball, das hat auch einen grünen Kreis, großartig getroffen. Ist leider kein Pokédex-Eintrag mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Nehmen wir aber gerne mit. Punkt 10 Uhr, nichts geht mehr. Und ich hoffe, Ismo und Pupsi, die fangen fleißig, damit wir dann da auch einen Lucky tauschen können. Aus dem Ding heraus, die Inkognitos sitzen drumherum, da das nächste, wenn du Flea bist. Was ist das dazwischen? Noch ein Burmi. Haben wir ja letztens erst alle entwickelt, die männlichen, die weiblichen und so. Und da seht ihr auch das W Inkognito. Es gibt ja die Buchstaben Wake Up. Du bist ja. Ja, dann müsst ihr halt kurz warten und dann. Anders kann man ja eh nichts machen jetzt. Die neue Spezialforschung müsste auch schon aktiv sein. Der Ismo will dann seinen Evoli abholen, gucken, ob das Blumenkranz hat als Shiny. Das wäre natürlich richtig genial. Da ist schon dein erstes Evoli. Und es hat einen Blumenkranz, also müsste das dann auch hinhauen, dass der Ismo sich einen Blumenkranz Shiny Evoli abholen kann. Wir gucken uns mal den Park an, dass ihr seht, wie groß das hier ist. Das geht über so ein Riesengelände und überall sind Module an, überall glühen die Pokestops. Und da könnt ihr überall langlaufen, außenrum zu den verschiedenen Team-Lounges. Überall, hier habt ihr die Nearby-Liste. Das seht ihr auch, gesponserte Pokestops vom GoFest, Krabi, Nidoran, hier was es als Shiny gibt. Auch Kleinstein wieder dabei, Nebulak, also richtig gute Sache, wenn du Flea bist, überall. Da fangen wir jetzt an, laufen ein bisschen rum, fangen ein bisschen was, wenn die anderen dann da sind. Oh, drehe 7 Pokestops oder Arenen, ich glaube die Spezialforschung ist ja schon wieder mittendrin. Drehe 7 Pokestops oder Arenen, schließe 3 neue Freundschaften, oh mein Gott, verschicke 3 Geschenke an Freunde. Und das müssen wir gleich mal machen, aber erstmal muss es beim Ismo gehen. So, Pupsi hat gerade noch einen Shiny Magnetilo gefangen, wie man hier sieht. Zack. 39 Kilo. Ihr seht auch schon, wir sind jetzt bei der roten Team-Lounge angekommen. Da hinten ist auch was los. Der Ismo kommt immer noch nicht rein. Keine Ahnung, was da los ist. Dann haben wir noch, schließe 3 neue Freundschaften. Und da kann ich euch einen Tipp geben, wenn ihr mit euren Kollegen unterwegs seid, könnt ihr die auch einfach löschen und nochmal hinzufügen. Das zählt auch für die Aufgabe. Pupsi hat es so gemacht. Die hatte nur eine Freundschaftsanfrage, hat mich dann gelöscht, hat mich hinzugefügt. Und es hat auch zur Aufgabe gezählt. Ich habe hier aber noch 4 Stück offen. Da werde ich jetzt mal noch 3 annehmen und müssen noch 3 Geschenke an Freunde verschicken. Das machen wir auch mal fix, aber wir testen mal kurz hier die Magnetilos aus. Ob da vielleicht ein Scheidi dabei ist. Und jetzt ist die Aufgabe eigentlich fertig, also das Kapitel hier von der Quest. Können wir das alles abholen? 25 Bälle.
10 Bären, eine Brutmaschine und die Belohnung hier noch 15 Lokmodule. Sowas krasses einfach nur, 15 Lokmodule als Belohnung dazu. Nehmen wir mit, drücken fix durch, gucken wie es weitergeht. Fange 5 verschiedene Arten von Boden-Pokémon, 5 verschiedene Wasser, 5 verschiedene Käfer, 5 Psycho, 5 Stahl. Ihr seht, da gibt es jeweils hier einen großen Encounter am Ende und dann nochmal hier 3 Brutmaschinen, 5 Bären, 5-mal Rauch. Da geben wir uns jetzt auf die Suche und ich hoffe, es klappt mit dem Ispo-Seim-Account dann noch, dass wir da weitermachen können. Und Pupsi hat schon wieder ein Shiny, diesmal ein Traumato, das wollen wir hier nochmal kurz zeigen. Da, sieht richtig gut aus. Mit dem Ispo haben wir jetzt was ganz Besonderes vor. Denn ich hatte ja das Kapitel 4 angefangen und habe gesagt, beendet nicht das Kapitel 4, denn wenn ihr ein Ticket habt und könnt aufs Go-Face, gibt es ja wieder Evoli mit Blumenkranz. Und es gibt aus der Aufgabe doch ein garantiertes Shiny. Und wenn ihr das beim Go-Face einlöst, habt ihr dann eben ein garantiertes Shiny mit Blumenkranz. Komischerweise bin ich vorhin rumgelaufen, hatte das Handy in der Hose und als ich es raus habe, war da einfach schon die Aufgabe eingelöst und das Evoli in Shiny da. Natürlich ohne Blumenkranz, weil es vor 10 Uhr war, alles verkackt. Aber der Ispo, der ist soweit, der hat das jetzt. Hier Belohnung abholen. Und es ist hoffentlich ein Shiny Evoli mit Blumenkranz. Nee, ist es nicht. Gibt's nicht. Toll. Da war ja alles umsonst, hätte ich ja das Kapitel 4 schon längst beenden können und Kapitel 5 und Kapitel 6. Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet für nichts. Gut, haben wir wieder was gelernt. Glaubt nicht alles, was im Internet steht, das gibt's nämlich gar nicht. Das war wieder mal Fake. So, mittlerweile sind wir im Rocky Terrain angekommen. Wir tippen hier mal das Aerodactyl an, was hier sitzt. 2270. Mal gucken, ob wir das fangen können mit einer Hand. Großartiger Wurf auf jeden Fall. Und wir können uns ja schon mal rumdrehen beim Fangen. Das seht ihr hinter uns, alles steinig aufgebaut. Da ist auch eine Höhle für die Urzeitmenschen. Wir laufen kurz noch mal rüber, filmen das noch ab. Hier sitzt auch alles voll, wie ihr seht. Kabuto, Rihorn, alles dabei. Steins-Pokémon, wunderbar. Steinboden. Ah, das hätte ja jetzt ein Shiny sein können. Wir laufen mal kurz hier zur Höhle, nehmen das mit. Oh, ein Kleinstein. Und nichts. Bihorn gibt es ja leider noch nicht, sonst hätte man das auch noch angetippt. Ihr seht, der Ramses, wie der das macht, der drückt einfach überall drauf. Und jetzt gucken wir uns das Gebiet noch mal genauer an. Sieht doch ganz nett aus, ist ein bisschen klein, aber sieht nicht so komisch aus wie die Stahlfabrik, wo einfach nur die Container überall rumstanden. Das war richtig dreckig. Da drüben ist auch die Seebühne, da laufen wir auch noch mal rüber. Von da wird auch immer das Gruppenfoto gemacht. Wo ist denn der Ispo? Ach, der steht da hinten. Der leuchtet immer im Roten. So, mittlerweile sind wir an der Seebühne angekommen. Mittlerweile läuft doch alles beim Ispo. Der kommt wieder ins Spiel rein. Der hat sich vorhin Hotspot gegeben, dann ging's, dann hat er es ausgemacht. Seitdem ist er drin, seitdem läuft alles. Und vor uns habt ihr auch die Wiese, wo dann auch immer das Gruppenbild gemacht wird. Von dort aus nach da, das sammeln sich immer alle. Und die Seebühne zeigen wir euch jetzt auch nochmal. Das sieht nämlich richtig feierlich aus. Da könnt ihr euch da alle hinpflanzen. Da ein riesengroßes Plakat, Banner, wie auch immer. Da ist genug Platz, da laufen die Leute überall und da ist die Riesenfläche vom Park nochmal schön einzusehen, anzufangen. Ach, keine Ahnung, was auch immer der redet. Einzusehen. Und immer noch auf der Suche nach dem Boat Lake, habe das erste Shiny Nidoran bekommen als männliches. Wunderbar. Da gehen wir auch mal in den AR-Modus, dass ihr seht, wo ist das denn? Da unten sitzt es, ne? Richtig genial, da werfen wir gleich einen blauen Ball drauf. Okay, wir gehen mal lieber auf Nummer sicher. Da weiß man ja nie. Also nehmen wir lieber einen gelben Ball und eine goldene Beere. Aber es wehrt den Ball immer zu ab. Und da hüpft es nochmal hoch. Vielleicht sollte man aufhören zu curven und einfach nur gerade nach vorne. Oh, das ist auch richtig Mist. Jetzt bleibt doch drin. So, und da liegt es auf dem Boden, wehrt sich nicht mehr. Was habt ihr denn für Probleme? Kann man euch helfen, ja? Und da ist es drin, das erste Nidoran Shiny. Richtig genial.
Krass, guck dir mal die Aufbauten an. Hallo. Hallo. Jetzt haben wir auch Boat Lake gefunden, wie ihr seht. Da ist man freut sich über die Aufbauten. Da stehen Steine rum, da ist Sand, da ist Wasser, da sind Palmen. Das ist ja, guck dir das so mal an hier. Guck, oh, ist das richtig genial. Und hier blauer Schlauch, genau, für blaues Wasser braucht ihr blaue Schläuche. Jetzt müssen wir noch die Mysterious Woods abchecken, noch ein paar Shiny sammeln, Aufgaben lösen und dann sehen wir uns danach wieder. Dann hört ihr die liebliche Musik im Hintergrund, das ist ja wirklich schön und es werden immer mehr Menschen, ne? Wenn man sich das so anguckt. Was seht ihr hier? Wir sind angekommen in den Mysterious Woods, Dortmund. Genau. Ja, Dortmund, ich gebe dir gleich. Das sieht auch interessant aus. Da können wir nämlich mal hier und können mal gucken, was da so los ist. Da seht ihr hier noch Pilze und Zeug aufgebaut. Da raucht's, da sind Brücken, da liegen die Leute. Wir laufen einfach mal hier durch. Auch mit passender Musik und die Bäume sind auch verkleidet. Die haben nämlich alle Spinnweben um sich rum getarnt. Das können wir uns mir auch mal angucken. Hört ihr schon die spannende Musik in den Mysterious Woods? Da hinten sind Fahnen. Die haben das eigentlich alles angekündigt, dass man weiß, wo man hin muss. Und ich weiß auch, wo ich hin muss, nämlich jetzt fix wieder zu den anderen. Und dann werden wir ein bisschen weiterfangen. Und das nächste Shiny beim ISWO, Nidoran. Und ihr wisst, was das heißt. Das wird gleich abgezogen. Wir können ja 5 Spezial-Trades machen heute. Und die machen wir. Hier werfen wir einen Ball drauf. Vielleicht haben wir ja Glück und es flieht. Da muss ich erstmal noch sowas draufschmeißen. Ein Bärchen. Dass das auch drin bleibt für dich. Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt sehe ich was. Und jetzt liegt's da rum. Den willst du da noch drauf? Das ist so nah, dass man sieht, guck, boing! Und da ist es drin. Gleich abgezogen, so müsst ihr das machen. Ja. 5 Stück. So, jetzt sind wir auch in der blauen Team-Lounge angekommen. Und sie machen was? Sie verschießen T-Shirts. Woo! Das machen die immer. Haben sie den anderen auch? Haben wir nur alles verpasst? Immer zu. Wie ihr seht, da tanzen die Leute schon auf dem Tisch. Richtig brutal. Wir gehen aber weiter, müssen noch ein paar Aufgaben erledigen, noch ein paar Stahl-Pokémon fangen vor allem, ein paar Bier trinken und dann was essen irgendwann. Aber auf jeden Fall richtig cool. Ihr seht ja, schön blau, blaue Tischdecken, bei dem anderen rot, bei dem anderen gelb. Ist schön alles abgegrenzt und da kann man sich auch bestimmt eine mit nach Hause mitnehmen.